Ach, jetzt hänge ich das Video noch direkt dran. So, die Uhr ist gestellt, mit Wattehändchen wieder abstellen. Ach, jetzt, ich wollte doch zuschlagen. Ich habe diese Schattenwaffen, habe ich noch gar nicht vertickt. Oder kann ich diese Schattenwaffen selber im Schatten verwenden? Das habe ich aber gleich nicht vergessen, hier zwei Videos hochzuladen. Das ging ja ganz schön schnell. Geisterpilz. Das ist bestimmt das Bier der Geister. Geisterpilz. Ah, da scheint nur einer zu stehen. Sollte also machbar sein. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Schwer eine Schattenwaffe, meine Güte. Man könnte wirklich als Schattenwaffenhändler hier an den Start gehen. Die Höhle hier ist neu. An die kann ich mich nicht erinnern. Wenn man das hier so sieht, wünscht man sich fast, man würde auf der anderen Seite kämpfen. Warum? Ach, da ist dieses Tor, von dem wir geredet haben. Ich weiß aber sowieso nicht, wie ich das... Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Genau, dann leg mal los, Alter. Ich frage mich, ob ich überhaupt weiß, wie man das Tor verschließt. Vielleicht sollte ich mal wohlwissend schon mal speichern. Ich sehe gleich, was passiert und Lappen Thomas liegt ja so am Rande. Ich weiß auch gar nicht, ob das gehen würde. Ich würde es dem Spiel zutrauen, dass es auch funktionieren würde, hier runterzufallen, also im Kampf. Dass man wild am Rumkämpfen ist. Und rollt sich quasi den Abhang hinunter. Hey! Oh.
Zumindest passiert das den Gegnern auch nicht, dass sie sich aus Versehen. Ach man, ich muss ja ganz schön viel Proviant dauernd nehmen. Hilf mir, Alter, ich bin zu luschig. Der steht nicht mehr auf. Das kann ich mir gar nicht erlauben, so eine Sprüche wie Vati und sowas. Verdammt! Nein! Ah, da fühlt sich mal so angequatscht. Ich will doch die dämliche Schattenwaffe nehmen. Ich will doch, wenn das Abenteuer vorbei ist, will ich doch Schattenwaffenhändler werden. Der Lippo mit den Schattenwaffen, da kann doch nicht sein, der Lippo. Wo haben sie die ganzen Schattenwaffen her? In edelster Qualität. Ja, ich bin ein totaler Glückspilz. Und wie soll ich jetzt das Tor zerstören? Na, wenn der Bones wenigstens mal auf das reagieren würde, was tatsächlich mal Phase ist hier. Ach man, sollte er nicht losgehen, das Portal zerstören? War das nicht die Questaufgabe hier? Jetzt stehe ich davor und kann nix. Nein. Wenn ich ihn jetzt anquatsche, dann sagt er aber auch nix. Bla bla bla. Das ist aber blöd. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Kann ich einfach durchgehen? Nö. Vielleicht muss ich ja im Schattenbereich das Teil kaputt machen. Nein. Nein. Danke für die vielen Hinweise. Für die warmen Tipps. Boah, es hat einen geiler Wassereffekt. Oh Mann, was ist denn los hier? Das ist aber sehr ungünstig, würde ich mal sagen. Ja, was soll ich jetzt hier? Meine Güte. Das ist auf jeden Fall das Portal, wo die herkommen. Mal gucken, Logbuch. Vielleicht sollte die bis dahin fortfahren. Diese großen Kristallportale führen direkt ins Schattenreich, eine Bedrohung, die abgewendet werden muss, wenn die Welt nicht in Chaos stürzen soll. Ich sollte mich an Bones halten. Er hat schon einige Erfahrungen mit dem Schattenreich gemacht. Ah, das heißt, das ist überhaupt noch gar nicht relevant für mich. Das heißt, ich muss erstmal mich um die andere Sache kümmern. Waffler fand ich das Gegner deswegen so stark hier. Ja, der Stein in meiner Hand führ mich in ein fernes Land. Boah. Es war schön, hier gewesen zu sein. Alle Gegner schon mal abgeschlachtet. Vielleicht kommt ja irgendwann mal irgendeiner NPC hier und sagt hier, ja, ich muss meine Bestimmung finden. Deiner Höhle, da sind die Schattenkrieger. Folge mir und ich kämpfe dann mit dir gegen die Schattenkrieger. Dann sag ich ihm hier, ja, die sind alle schon tot. Meine Güte, ich bin die Gegner alle am Desillusionieren. Die wollen alle ihre Bestimmung finden. Der Lippo macht alle Gegner schon tot, bevor die da sind. Der Lippo muss natürlich mit seinem Meisterkämpfer ja einen langen Arm hier. Ich würde doch doof sein, wenn ich dem sagen würde, bleib woanders. Der ist ein sehr dermaßen guter Spitzenkämpfer hier. Der Schamane oder was das ist. Das ist kein Schamane, das ist hier ein...
Kannst du auch gegen dagegen ankämpfen? Verdammt. Siehst du mal deine Waffe? Oh, verdammt. Wow. Ist der Schamane... Ah, verdammt, Schamane, ich hab mich doch auf dich verlassen, du Lusche, du. Gerne Designer, Lippo muss auch abhauen. Hilfe! Guck mir mal mehr Gegner. Das kann das sein, dass das die Gegner sind, wo ich noch nicht sein soll? Wäre das denkbar? Oh, verdammt, der Lippo rollt sich in den Tod hier. Auf Wiedersehen, Leute. Tschüss. Ja, ich würde mal sagen. Achso, nee, lass uns wieder abhauen. Ich habe irgendwie das leise Gefühl, dass ich hier nicht sein soll. Hey, ist das doof? Verdammt! Kann ich da durchgehen? Kann ich wieder durchrollen? Das ist aber sehr ungünstig hier. Vor allem, weil ich mich mit meiner unfassbar nicht vorhandenen Orientierung sowieso nicht auskenne, hier wo ich schon gewesen bin und wo nicht. Gehst mal da runter, Alter? Kann doch nicht wahr sein. Hallo! Der rollt sich nicht die Teile runter, sondern man muss die gehenderweise oder springenderweise überbrücken. Boah, wie öde. Ich muss erstmal was nehmen. Na, wo bin ich jetzt schon wieder da? Inventar. Verdammt. Ich befürchte einfach, ich bin zu früh hier. Und das ist meiner Meinung nach für mich immer der Nachteil von solchen Open-World-Spielen. Man trifft auf Gegner, wo man eigentlich noch gar nicht sein darf. Das ist genau das gleiche wie bei Fallout. Man trifft... Man kommt, wenn man hier alles erkunden will, dann kommt man in Gegenden, wo man eigentlich noch gar nicht sein dürfte. Man sieht ja, ich kann mit dem Schattentor noch gar nichts anfangen. Deswegen sollte ich erstmal hier ganz einfach mal gucken, was will die Quest denn von mir. Piratenallianz. Schickt mich in die Südsee, um eine neue Verbündung. Ich gehe erstmal aufs Schiff zurück. Ist so Quatsch, was ich hier mache. Der eine Typ, der wartet, dieser Dämonenjäger wartet auf dem Schiff auf mich und ich laufe in der Gegend rum und erkunde die Insel. So, ich verabschiede mich da mal, sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ein Daumen hoch wäre super. Ein Abo wäre super. Spielt, was ihr wollt.